Hallo, dies war Xi, jetzt weiter mit Yoshi's Island. Heute mit dem 7. Level der 5. Welt. Und höchstwahrscheinlich auch dem Schloss. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre. Lift Ballett, okay. Fängt schon mal gut an, wir gehen nach links. Jetzt haben wir plötzlich wieder eine ganz andere Umgebung. Mit Lift meinen sie wohl diese Plattformen. Kann ja nur lustig werden. Wieso immer diese Wolken an solchen Orten, wo man sie so schlecht erwischen kann? Moment mal. Ach so, der Vogel hat sogar dieses Geräusch von sich gegeben. Ich dachte mir gerade schon, ich sehe keine Ratte. Und auch keine Eisfläche, die diesen Ton ermöglichen würde. Woher kam das? So, und der sitzt ganz plötzlich, weil er aus dem Bildschirm war, dass ich gedacht, ja gut, dann muss ich mir auch keine Zeit mehr dabei lassen. Dann könnt ihr mich auch einfach in Ruhe lassen. Wieder ein paar neue Gegner. Die wir, ich glaube, mit einem normalen Sprung erledigen können. Bei denen aber nicht unbedingt so einfach ist. So, mal sehen. Haben wir hier eine rote Münze? Nö. So, die haben wir aber alle. Ja, zieht euch noch alle. Nee. So weit außerhalb der Sicht werden sie nichts verstecken. Jetzt schätze ich mal weiter. Du kommst mir gerade gelegen. Da ist doch sicher wieder was drin. Dachte ich mir schon. Wie auch immer Yoshi das hinkriegt, dass er sich da in diese Röhre hineinbegibt. Aber naja. Ha! Spiel. Haha. So, und wo befördert mich das jetzt hin? Ah. Gehen wir nochmal sowas. Da ist nichts mehr. Da wollte ich jetzt kein Risiko eingehen. Aber wir haben eine Blume mehr. Ja, solche Bonusräume, man muss sie schon immer zu Ende machen. Ich schätze mal, das war in dem einen Level in der, ich glaube, die 4. Welt war es. Wird auch da wahrscheinlich mein Problem gewesen sein. Nein, da endete das eine Bonusspiel mit diesem Ballon ja mit der Zielgeraden, wenn ich mich nicht täusche. Da war auch nichts. Weg mit dir. Natürlich lande ich nicht auf der Möwe, sondern krieg Schaden. Irgendwie habe ich das Gefühl, da will ich nochmal rüber. Muss ich jetzt auf den warten, damit ich hoch genug springen kann. So. Nee, nicht mal damit klappt's. Dann würde ich das Ganze einfach nochmal wiederholen wollen. Also natürlich, da hebt sich die Kamera und dann ist da der Abgrund, okay. Da war zwar eigentlich nirgendwo... Das ist gerade blöd. Kleinen Moment. Puh, Entschuldigung. Aha. Ja, Sterne hätte ich schon gerne. Muss ja nicht am Ende riskieren, dass ich einen meiner 10er Gegenstände verwenden muss. Das wäre nun wirklich Verschwendung. Speziell, wenn ich es verhindern hätte können. Und die
dies nur aus Faulheit nicht tat. So, oben waren keine Rotmünzen, wenn ich mich nicht täusche. Das Bonusspiel darf ich natürlich jetzt auch nochmal machen. Da war auch keine rote dabei. Ja, aber generell noch nirgendwo eine rote, oder? Ja, und da hat sich die Mittlere jetzt gerade aber auch in einem anderen Takt, gedreht. Und es war aber trotzdem keine rote. Darauf kann man sich halt dann doch nicht verlassen. Ja, verkackt. Jetzt brauche ich wieder dich. Jo, dich könnte ich schon auch brauchen. Zwar für einen anderen Zweck, aber ich kann dich brauchen. So, hier will ich nur durch, aber nicht zu hektisch, sonst... stehe ich am Ende wieder blöd da. Ja, ich kommentiere in dem Projekt viel zu wenig, aber ich bin ganz ehrlich, mir fällt oftmals nichts zum Sagen ein. Die Level haben durchaus Innovationen, sind gut gestaltet. Abgesehen davon, dass ich mich mal wieder drüber ärgere, wenn ich die 100% nicht bekommen habe. Ja, Spiel. Toll gestaltet. So. Wieder mal eine Notfalllösung. Mal schauen, ob ich hoch genug komme. Auf jeden Fall schon mal hier hin. Und dann auch hier hin. Gut. Dann haben wir auch das gekriegt. Und ja, ich merke es ja selber in meinen Videos, dass ich immer so wieder so eine komische Atmung habe. Geht mir schon auf den Keks, aber ich krieg's während der Aufnahme nicht mit. An solchen Stellen frage ich mich dann immer wieder, warum? Nein, Yoshi, wieso flatterst du nicht? Ich habe auf den Knopf gedrückt, der flattert nicht. Nochmal von vorne. Oh. Komm mit. Mein Gott. Frustrierender Bockmist. Und es dauert so lange. Ging ja jetzt doch schon jedes Mal fast 5 Minuten in einem Level. So, wenn es niemanden stört, gehe ich fast wieder drauf, weil ich dachte, ich erspare mir was, hab's aber jetzt mit der Stelle mit dem Stein verwechselt. Ich bin komplett unkonzentriert. Ich nehme an, das liegt am Wetter. Es ist zwar schon deutlich kühler geworden, um etwa 10 Grad, aber... immer noch zu warm. Raumtemperatur muss es für mich nicht unbedingt haben. So, so.
Nochmal das, nochmal das Bonusspiel. Tut mir leid. Ich mach das nicht mit Absicht. Solange hier oben nichts keine roten Münzen sind, aber so sieht's nicht aus. So. Die. An Leben wird es uns nicht mangeln. Hab in dem Spiel allerdings auch größere Probleme als die Anzahl meiner Leben. Gut, mich würde zugegebenermaßen interessieren, was die maximale Anzahl in dem Spiel ist. Ob es 999 sind oder. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir wieder das. Ja, das war vorhin einfach wieder Pech, dass mich das erwischt hat. Das dachte ich mir aber fast. Ich meine, so Sachen wie die Geister oder die Möwen, das sind ja alles einfach nur Generatoren, die mit der Bildschirmbewegung mitgehen und dann in einer gewissen Position halt immer wieder Gegner nach einer gewissen Zeit erscheinen lassen. Das hat ja nichts damit zu tun. Ob da jetzt Gegner platziert sind oder nicht. Ansonsten wäre es natürlich ziemlich mies gewesen, wenn da tatsächlich gewollt so ein Vogel platziert worden wäre, der mich da runterschubst, aber naja. So, und jetzt hätte ich dann langsam gerne mal einen Mittelpunkt. So, da sind wieder Sterne drin, das war klar. Ja, komm du nur her, ich kann Eier brauchen. Uff. Wieder mehr Sterne. Okay. Ja, der eine muss jetzt natürlich wieder verschwinden. Es gibt einen Mittelpunkt her, Spiel. Das gibt's doch nicht. Ich will einen Mittelpunkt. Ich will das Ganze nicht nochmal machen, bis mir jetzt wieder irgendwas runterwirft. Okay, ganz netter Zwischengegner. Oh nein. Okay. Haben wir gelöst. Haben wir auch geschafft. Spiel, aber bitte, danke. Das wurde jetzt schon langsam etwas grenzwertig. Das war weniger schwierig. Ich hoffe, das war nur eine. Gut, damit ist das auch gesichert. Jetzt brauche ich nur noch das Ziel. War das wieder eine Plackerei gerade? Ja, aber insgesamt hat das Level dann auch nicht recht viel mehr als 6 Minuten gebraucht. Also ich habe den Großteil der Zeit in... Ja, erst in der ersten Hälfte verbraucht im Endeffekt. Das war jetzt 0, nichts durch. Da konnte man aber auch verhältnismäßig schnell durch. Aber das gerade. So. Ab zum zweiten Schloss der fünften Welt. Abroxas Schloss.
Auch wieder ein Schloss, das mir sehr gut gefällt. Und... ja... zwischen Abroxas und Audrey fiel mir die Wahl meines Lieblingsbosses ziemlich schwer. Denn Abroxas, muss ich sagen, ist ein genial gestalteter Boss. Also das ist ein Konzept, sowas hätte ich mir ehrlich gesagt in späteren Yoshis Island Teilen durchaus wieder gewünscht. Und verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum sich da in den späteren Yoshis Island Teilen insgesamt einfach deutlich weniger getraut wurde. Beziehungsweise es wurden sich Dinge getraut, aber... das habe ich jetzt fast erwartet. Das nicht. So, jetzt habt ihr gesehen, wie das Ding hier auch wegfliegen kann. So. Hau nochmal zu. Auch immer wieder schön. So. Bei der Melone kann ich mir jetzt vorstellen, dass die gedacht ist, um diese Gegner auszuschalten, denn wenn man die einfriert, dann fallen die einfach runter und boah, das war's dann mit ihnen. Hier eine neue Art Kugelwillis. Und ein Anzeichen für mich, dass ich die Eisblume mir langsam holen sollte. Haben wir die da unten auch erwischt? Gut. Oder den? Weiß nicht. So, hier ist klar, was wir machen müssen. Wir brauchen einen dieser Kugelwillis, um drauf zu springen und hier durchzukommen, um wieder eine Blume zu bekommen. Gut. Da brauchen wir anscheinend noch eine. Das war Glück. Hat aber gut funktioniert. Einmal wieder sowas. Jetzt schätze ich aber, dass es mal zum Einsatz kommen muss. Hau zu. So. Mal sehen. Komm schon! Ah. Okay, dann muss man es halt so machen. Ah, geht doch. So kann man die nämlich auch benutzen. So, hier sollen wir uns jetzt wieder erstmal den Weg freiräumen. Da bin ich aber nicht ganz so nett. Yoshi ist ein Naturwunder. Er kann den Pfeillift in den Mund nehmen und an anderer Stelle wieder ausspucken. Das habe ich mir auch nicht das letzte Mal gedacht, als ich die blaue Variante davon hatte. Das hatte was. Jetzt mal die Ecke überprüfen, den mitnehmen, Sterne bekommen, ist auch nichts. Was hat das jetzt nochmal? Ach so, ja. Und was halt auch schön ist, dass sich hier der Hintergrund immer mehr immer wieder verändert. Aber in so einer Art und Weise, dass man wirklich merkt, man steigt da wirklich an was hoch. Nein, hat nicht gereicht, ganz knapp nicht. So.
sind wir denn jetzt wieder? So in dem Raum, okay. Wo die roten Münzen recht leicht zu bekommen sind, wie es aussieht. Habe ich nichts dagegen. Die Bilanz sieht jetzt auch gar nicht mal so schlecht aus. Trotzdem möchte ich jetzt nochmal kurz hier ganz rüberfliegen, weil man ja nie weiß, ob das Spiel einen nicht doch mal wieder verarschen will. Auf jeden Fall meint ich, dass ich hier aufpassen muss, ne? Ja, da wartet der Abgrund auf mich. Aber hier ist ein Geheimgang. Da hat nämlich gerade irgendwas in meinem Hinterkopf geklingelt. Oh nein. Oh nein. Spiel. Tu mir doch diese Verwandlung nicht nochmal an. Ich hatte damit ja mit in den Geheimleveln gerechnet, dass die Geheimlevel mir dann die ganze Zeit mit sowas daherkommen, aber... Zu diesem Zeitpunkt muss das doch eigentlich nicht nochmal sein, oder? Ja, ich kenne die Antwort schon, ich sehe sie ja. Das war gerade offensichtlich ein Fehler. Generell gerade missgebaut, sehe ich. Ach so, okay. Dann nehme ich alles zurück. Ich erwarte bei solchen Bonusräumen halt immer, dass die Verwandlungen, dass diese Blasen wieder nicht mehr zurückkommen. Das ist die Sache. So, da drüben will ich ja nicht mehr hin. Daher. Oder was hatte ich jetzt schon wieder im Kopf? Ja, da drüben will ich nicht mehr hin. Ja. Jetzt kann ich sie wieder vergessen, weil ich sie jetzt wieder verbockt habe. Selbes Problem wie gerade eben. Geh jetzt wieder dahin. Dann fängt sie jetzt blinken an. Kommt gerade noch so bis zur Kante. Ich falle sogar noch ein bisschen runter. Aber ansonsten verkackt. Also ich weiß nicht, ob ich der schlechteste Yoshi's Island Spieler der Welt bin. Wohl, aber relativ sicher der langsamste. Ja, wir können auch rückwärts fahren, habe ich nichts dagegen. Sind ja rückwärts nicht wirklich langsamer. Da habe ich das Gefühl, da will ich kurz Pause machen. Oh ja. Ja, hier lässt sich der Schwung wenigstens halbwegs regulieren. So, noch ein paar rote Münzen. Ja, ordentlich. Nee. Nee, Yoshi. Meine Fresse. Sag mir jetzt... Wow. Wow. Läuft das scheiße. Meine Fresse. Was ist denn los in diesem Projekt? Da will ja gar nichts hinhauen. Zeug ich rein gar nichts. Zwischendurch irgendwelche sonderbaren Aktionen. Du sollst da nach unten, Yoshi. Aha, hätte die Verwandlung zum kleinen Yoshi jetzt noch länger gedauert, dann... Ach, wisst ihr was? Ich drücke jetzt einfach gar nichts mehr. Der soll jetzt einfach fahren. Der fährt ja anscheinend auch von selber in die entsprechende Richtung. Von daher lass ich ihn einfach fahren. Und der macht das schon. So. Damit ist der Bonusraum auch erledigt. Meine Güte. Es wird immer schlimmer. So. Ah, wieder die Geister. Warum nicht? Dieser können wir uns ja relativ leicht entledigen. Das hätte schief gehen können. Ich hab's geahnt, dass wieder sowas passieren würde.
Ja, ich habe keine Lust, nochmal getroffen zu werden. Aber da sind eh nochmal Sterne drin. Auch wenn mir gerade auf. Moment, ich habe alles. Oh. Oh. Okay, okay, dann sage ich nichts mehr. Habe ich nicht aufgepasst. Haben wir alles. Gut, ab zum Boss. Abroxas. Yoshi hat gar keine Lust hinzuschauen. Du wirst ja nie wieder rauskommen. Gleich wirst du Sterne sehen. Ach ja. Ach ja. Der Kampf gegen Abroxas. Wie gesagt, ist ziemlich besonders, denn... Ja, der wird nicht nur ein bisschen größer, sondern... Der haut uns einfach mal von der Erde weg. Unser Kampfplatz ist der Mond. Der ein paar Pfosten in sich hat. Wer auch immer die da befestigt hat, aber naja. Jedenfalls kämpfen wir gegen Abroxas hier auf dem Mond. Und... Wir können Abroxas schaden, indem wir nicht auf ihn draufspringen, aber indem wir ihm diese Pflöcke reinrammen. Schade. Und... Ah. Und komm schon. Ja, in den Fuß, stört er kann. So, jetzt ist er böse. Jetzt verliere ich den Kampf. Ich wollte eigentlich nur noch zeigen, was für eine Fähigkeit Abroxas in diesem Stadion hat. Er hat anscheinend auch keinen Bock, das einzusetzen. Ja. Das dürfte wohl mein zweitlamabelstes Projekt auf diesem Kanal sein. Ja. Ich glaube, das kommt hin. So, wir haben immer noch alles. So. Ah, der Kampf kann eigentlich 0,x beendet werden. Ich hab's nur gerade wieder... Ja, wie gesagt, ich wollte unbedingt die Fähigkeit zeigen, die er im dritten... Die er hat, wenn er das dritte Mal... getroffen werden muss, aber... Ja, dann eben nicht. Dann wird Abroxas jetzt so schnell wie möglich erledigt. Keine Lust, das Ganze jetzt nochmal zu machen. Aber interessant, dass da zuerst so ein... solche schwarzen Striche sind, aber naja. Natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, warum will Yoshi das einfach nicht so? Ah! Meine Fresse! Ah! Yoshi! Stampf! Dieses dumme Gamepad! Dieser Kampf ist alles andere als schwierig. Aber gut, damit haben wir mit Level 5 jetzt das beste
Punkteergebnis überhaupt. Im gesamten Let's Play in dem Sinne. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht mehr allzu... dass das im nächsten Gebiet nicht passieren wird. Das letzte Gebiet dürfte wohl das schwierigste werden. So, die letzte Burg ist weg und wir werden teleportiert. Zu Bowsers Welt. Oder wie nennt sich das? Unterwelt? Ja, wohl kaum. Aber dieses Gebiet sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bin Xi. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Yoshi's Island. Bis dann, Leute. Ciao.